Es wird heftig diskutiert im Schweizer Eishockey, so auch in der Swiss League. Am 1. Dezember gründet sich die zweithöchste Liga neu. Mit an Bord sind alle außer die beiden Farmteams Ticino Rockets und EVZ Academy. Die neue Swiss League unter der Leitung von Jean Brogle verfolgt dabei drei Hauptziele. Swissness – ein Wink mit dem Zaunpfahl an die National League. Denn in der Swiss League werden auch in Zukunft nur zwei Söldner spielen dürfen. Ah, da gibt es noch einen Wink. Man will regional verankert sein. Also auf den Nachwuchs setzen und nahe bei den Fans sein. Durchlässigkeit. Nach oben in Richtung National League wird es nicht einfach. Aber nach unten Richtung MySports League soll alles offen sein. Dramatischen Sporterlebnissen steht nichts im Wege. Erlebbarkeit. Nahe bei den Fans sein, das war schon immer eine Sache der Swiss League. Auch medial, also Kameras in der Kabine und Ähnliches. Die neue Swiss League. Innovation steht an vorderster Front. Aber geht der Plan auch auf?